Ja, der sogenannte Schicksalstag der Deutschen, der 9. November 1938, markierte mit der Reichspogromnacht einen der Tiefpunkte der deutschen Geschichte. Wir führen diese Debatte einerseits zu Recht am heutigen Tag, zur Erinnerung und Dankbarkeit. Jahrhundertelanger Antisemitismus ist heute zum Glück größtenteils in der deutschen Bevölkerung überwunden. Andererseits zur Mahnung und Warnung, weil dieses rückständige, ich komme gleich darauf, Gedankengut in Deutschland wieder angesiedelt wird. Allerdings nicht mehr in der deutschen Bevölkerung, das ist ja nur die statistische Unwahrheit der etablierten Parteien, sondern es manifestiert sich in den widerlichen antisemitischen und anti-israelischen Ausschreitungen von Angehörigen arabischer, nahöstlicher und anderer islamischer Staaten und Völker auf deutschem Boden, meine Damen und Herren. Der vorliegende zweite Antisemitismusbericht wurde ganz offenbar vor dem 7. Oktober geschrieben. Dieses Datum wird in die Geschichte eingehen, genauso wie auch der 9. November. Es markiert das widerlichste und fürchterlichste Judenpogrom seit dem Zweiten Weltkrieg, bei dem vom islamischen Terroristen über 1400 unschuldige Frauen, Kinder und Babys bestialisch niedergemetzelt wurden. Von Mördern, die aus Kulturkreisen stammen, aus denen sich der Löwenanteil der Asylbewerber in Deutschland rekrutiert, meine Damen und Herren. Der zweite Bericht des Beauftragten für Antisemitismus wurde aber von den Ereignissen der letzten Wochen nochmal überholt. In allen deutschen Großstädten sind Tausende Israel-Hasser durch die Straßen marschiert und haben ihr verfestigt antisemitisches Weltbild gezeigt. Viele Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Das Erbe der Ära Merkel und die Folgen der illegalen Migration wurden nun sichtbar, meine Damen und Herren. Dutzende jüdische Mitbürger wurden wieder wie in den Anfängen 1938 bedroht. Häuser von jüdischen Deutschen wurden mit Davidsternen markiert und beschimpft. So ekelhaft, dass es nicht zitierfähig ist. Dass sich so etwas auf dem deutschen Boden im Jahr 2023 ereignet, ist eine Schande, meine Damen und Herren. Als Volkspartei kämpft die AfD aktiv gegen Antisemiten aller Couleur. Schauen Sie sich einfach insbesondere die sehr guten Bundestagsfraktionsanträge an. Das gilt für Rechtsextremen, das gilt für linksextreme, religiösen und ausländerextremistischen Antisemitismus. Und es muss nochmal für Sie alle hier auch nochmal klarzustellen, wir haben kein Problem mit gut integrierten Muslimen. Wir haben aber sehr wohl ein Problem mit islamistischen Antisemiten, die besser schon gestern außer Landes gebracht gehören, meine Damen und Herren. Und der Ministerpräsident, Sie, in Ihrem Interview mit der BNN am 21. Oktober haben Sie Ihre Betroffenheit über das Herunterreißen ja von den jüdischen Flaggen auch geäußert. Das glauben wir Ihnen. Aber im nächsten Atemzug sagten Sie, und ich zitiere gerne Ihre neue Erkenntnis, und jetzt kommt natürlich noch der importierte Antisemitismus dazu. Jetzt, Sie sagen jetzt, Herr Kretschmann. Nein, Herr Kretschmann, nicht erst jetzt, sondern schon über Jahre, viele Jahre, in denen Sie und Ihre Partei diese Fehlentwicklung mitgetragen und verteidigt haben. Und zwar durch den Import von tausenden Antisemiten. Herr Baron, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Kareis zu. Im Anschluss, wenn ich noch Zeit habe. Und so plötzlich werden auch Sie, Herr Ministerpräsident, von den Folgen auch Ihrer grünen Politik eingeholt. Jetzt können die etablierten Parteien nicht mehr die Augen davor verschließen, was sie hier in diesem Land angerichtet haben. Aber wir müssen nicht nur dahin schauen, wo sich auch diese Probleme offenbaren, sondern wir müssen endlich diese Schweigespirale beenden und offen die Frage diskutieren, woher diese Probleme tatsächlich kommen. Und sie kommen, und das haben wir von der AfD auch immer klar benannt, durch eine vollkommen verfehlte Migrationspolitik, meine Damen und Herren. Ein Blick auch in den Bericht von Herrn Blume zeigt ein sehr klares Bild, wer eine Stichwortsuche ja auch in den Bericht liefert, für folgende Sachbegriffe auch eindeutige Ergebnisse. Muslim 40 Treffer, Islam 20 Treffer, Migration, Migrant 24 Treffer, Türkisch 10 Treffer und so weiter.
Und übrigens, Herr Schwarz, meine Partei kommt im Übrigen in dem Bericht nicht vor, auch wenn Sie immer wieder irgendwelche Unwahrheiten hier verbreiten. Schauen Sie sich doch einfach einmal an, wer die Judenhasser sind, die ihren Hass hier nun öffentlich zeigen. Personen, der ist übrigens ausgeschlossen, das wissen Sie selber. Wir räumen auf in unserem Laden. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht. Personen, die aus den islamischen Ländern zu uns gekommen sind, um die Vorteile unseres Sozialstaates abzugreifen, ohne auch nur im geringsten unsere westlichen Werte zu teilen. Also genau die Milieus, vor denen meine Partei seit der Gründung bereits schon gewarnt haben, meine Damen und Herren. Und schauen Sie sich doch die Bilder der Demos an. Herr Hagel hat es ja auch erwähnt, 98% der Teilnehmer sind Muslime. Dazwischen vielleicht noch ein paar Extremisten aus dem linken Spektrum, hat ja auch eine Anfrage von uns ergeben. Und ich glaube, die meisten sollten sich unbedingt diese Bilder auch im Internet und in den sozialen Medien unbedingt nochmal anschauen. Und ich möchte auch noch kurz zum Innenminister auch kommen, Innenminister Strobel. Sie hatten ja auch in der 74. Plenarsitzung einen harten Kurs gegen antisemitische Ausschreitungen auch angekündigt. Und was ist passiert? Natürlich mal wieder nichts. Typisch CDU. Während der Innenminister hier auch so große Töne gespuckt hat, rufen gewaltbereite Islamisten das Kalifat aus. Sieht so Ihre harte Gangart aus, Herr Hagel. Wenn bei Kundgebungen antisemitische Parolen gebrüllt werden, dann gibt es hier nur eine einzige Lösung. Sofort räumen, die Strategie der Deeskalation macht die Extremisten nur noch stärker, meine Damen und Herren. Und während man unbescholtene Bürger, die friedlich gegen die Zwangsimpfung spazieren gegangen sind, mit Gewalt an ihren grundgesetzlichen Rechten gehindert hat, schaut die Polizei wirklich nur zu, wenn muslimische Extremisten zur Jagd auf jüdische Mitmenschen aufrufen. Wie gesagt, für uns als AfD gibt es hier nur eine Handlungsoption: sofort die Demonstration auflösen und alle Straftäter verhaften. Und auch da kann ich mich Herrn Hagel anschließen. Wir dürfen diesem islamistischen Mob nicht die Straße überlassen, meine Damen und Herren. Und die Polizei muss, sobald sie auf gewaltsamen Widerstand trifft, unverzüglich auch alles einsetzen dürfen. Nur so können wir die Autorität des Rechtsstaats bewahren. Wie sehr der importierte Antisemitismus bislang aber ignoriert wurde und wird, zeigt der Blick auch auf Seite 31 des Berichts. Ich zitiere: Ein bislang wenig ausgeleuchtetes Dunkelfeld ist die Verbreitung des muslimischen Antisemitismus. Zitat Ende. Herr Ministerpräsident, das ist eine Bankrotterklärung Ihrer Landesregierung. Stattdessen war Verschweigen und Wegsehen Staatsressort, nicht etwa der entschiedene Kampf gegen den importierten Antisemitismus. Und leider können wir die deutschen Extremisten nicht abschieben, aber sehr viele andere Antisemiten können wir loswerden. Denn diese haben selbstverständlich ihr Gastrecht in unserem Land unwiderruflich verwirkt. Denn der politische Islam wird es nicht dabei belassen, Israel zu attackieren. Sobald die Kräfteverhältnisse es zulassen, werden die Islamisten auch uns Christen angreifen. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie von den etablierten Parteien nicht endlich die notwendigen Schritte ergreifen, machen Sie sich auch mitschuldig an den Übergriffen auf jüdische Einrichtungen und auf unsere jüdische Mitbürger. Daraus ergeben sich auch zwei einfache Konsequenzen. Beenden Sie umgehend den weiteren Import von weiteren Antisemiten. Schaffen Sie alle Antisemiten mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft, aber sofort außer Landes, meine Damen und Herren. Und wenn Sie von den etablierten Parteien auch nicht willens oder in der Lage sind, auch dieses Problem endlich zu lösen, dann müssen Sie es uns überlassen. Wir als AfD-Fraktion haben die notwendigen Konzepte und auch den politischen Willen, das anzugehen. Dann ist der Spuk auch ganz schnell beendet und unsere jüdischen Mitbürger sind endlich wieder sicher in unserem Land.
Vielen Dank.